Also meine erste Erfahrung mit eBay war, dass ich eine Couch verkaufen wollte und ich gefragt wurde, ob ich die Couch auch in einer anderen Farbe habe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Ärgerlich ABCs. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an alle Leute, die diesen Kanal und dieses Format hier finanziell unterstützen. Weiterhin gilt es, dass jeder, der mich auf Patreon mit 1 Euro im Monat unterstützt, von mir angeschrieben und eine neue Apple Autogrammkarte zugeschickt bekommt. Wenn ihr das nicht wollt oder könnt, ist das natürlich nicht schlimm. Lasst unter diesem Video ein Like da, denn das ist fast genauso viel wert. Kommen wir nun zum Thema. eBay. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde, eBay ist ein wirklich geniales Konstrukt. Du wirst Dinge los, die du nicht mehr brauchst und kommst auch günstig an andere Sachen dran. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Nintendo 3DS für nur 50 Euro gekauft. Andersrum habe ich letztes Jahr, bevor ich umgezogen bin, alte DVDs, Videospiele, Mangas und Brettspiele verkauft, die ich sowieso 10 Jahre lang nicht mehr angepackt habe und habe dafür insgesamt noch über 300 Euro bekommen. Und ich fand das Ganze jetzt auch wesentlich stressfreier, als zum Beispiel auf den Trödelmarkt oder so zu gehen. Allerdings gibt es bei eBay ein großes Problem. Man muss mit anderen Menschen reden. Fangen wir mal mit den Verbrechern an. Also die Leute, die diese Plattform nutzen, nur weil sie dich abziehen wollen. Da ist mir selber mal was Blödes passiert. Nehmt euch am besten mal Popcorn oder ein Bier dazu. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich wollte mir nämlich letztes Jahr über eBay Kleinanzeigen 2 Konzertkarten für ein Avril Lavigne Konzert kaufen. Ja, ich weiß, dumme Idee. Man sollte niemals Veranstaltungstickets bei eBay und schon gar nicht bei Viagogo kaufen. Der Verkäufer der Tickets kam mir beim Schreiben schon völlig seltsam vor, also habe ich ihn darum gebeten, mir mal seinen Personalausweis zu schicken. Das wollte er aber nicht. Er hat gesagt, dass ich mich über den Käuferschutz von eBay Kleinanzeigen und PayPal absichern könnte und dass er mich ja gar nicht abziehen kann. Hat für mich in dem Moment Sinn ergeben und deswegen habe ich ihm auch die 120 Euro überwiesen. Er schickte mir auch im Handumdrehen die Tickets. Als PDF. Und ich dachte mir so, hä? Online-Tickets? Ohne Rechnung dabei? Wer garantiert mir denn jetzt, dass ihr den nicht noch 10 weiteren verkauft? Das hat mich schon bedrückt, aber ich dachte mir an der Stelle, naja, jetzt ist wahrscheinlich eh vorbei, du kannst es ja gar nicht überprüfen. Aber einen Tag später schrieb er mir, aber eine Bitte habe ich noch. Könnten Sie die Zahlung nochmal wie zuvor, aber auf einem Konto eines Kollegen ausführen? Bin kein regelmäßiger Verkäufer und PayPal behält den Betrag bis zu einem Monat ein. Aber ich hätte es gerne zügiger. Würde den Betrag jetzt einfach zurückzahlen. Da sein eBay-Konto erst 4 Tage alt war, hätte er das Geld wegen des Käuferschutzes erst einen Monat später bekommen. Er hat es mir auf der Stelle zurücküberwiesen. Und dann saß ich da. Ich hatte mein Geld wieder. Und die Tickets hatte ich auch. Ich dachte mir an der Stelle, wie blöd ist der denn? Und die Polizei in Köln dachte sich, wie blöd ist der denn? Denn die Tickets, die das Arschloch mir verkauft hat, waren natürlich fake. Aber das herauszufinden, war nochmal eine Schlacht seiner selbst. Denn die Event-Team selber möchte einem bei der Ticketüberprüfung nicht helfen. Sie könnten es. Aber sie wollen nicht. Ich habe sie parallel via Facebook und via E-Mail kontaktiert, weil ich einfach nur wissen wollte, sind die Tickets, die ich da habe, echt oder nicht. Als Antwort kam dann, eine Ticketprüfung können wir leider nicht anbieten. Für Fragen zur Echtheit der Tickets, wende dich bitte direkt an den Verkäufer. Erst als ich nach 5 Tagen jemanden bei Eventim ans Telefon bekommen habe, wurde mir auch nicht weitergeholfen. Ist jetzt kein Scherz. Ich habe dem Mann am Telefon die Geschichte erzählt, wie das abgelaufen ist und seine Reaktion darauf war, während ich das erzählt habe, danke, Event-Team. Wirklich unfassbar schlecht. Sorry, ich finde, das geht überhaupt nicht. Nach langem Googlen und langem Suchen konnte ich die Tickets selber überprüfen. Und das habe ich auf folgende Weise gemacht. Man geht dafür nämlich auf den Fansale von Event-Team und gibt dort die Nummer unter dem Barcode an. Und dann bekommt man direkt angezeigt, ob es sich um originale Tickets handelt oder nicht. Ja, und da wurde mir dann halt angezeigt, dass die fake sind. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das zweite PayPal-Konto, worauf der Typ das Geld haben wollte, sein richtiger Name ist. Ob sie den gekriegt haben, keine Ahnung. Ich denke auch mal, das wird nicht das Hauptthema der Polizei in Köln sein. Der Typ hat mich in den nächsten Tagen noch mehrmals aufgefordert, dass ich ihm das Geld überweisen soll. Er hat mir aber niemals damit gedroht, zur Polizei zu gehen. Denn die Tickets hatte ich ja. Im Prinzip habe ich ja an der Stelle ihn abgezogen. Komisch, dass da niemals mehr was von ihm kam. Was er halt am Ende sagte war, oh, ja, dann werde ich die Tickets jetzt wieder umpersonalisieren lassen. Was halt totaler Quatsch ist, weil da überhaupt kein Name drauf stand. Ich hätte ihm am liebsten geantwortet, komm dir doch dein Geld persönlich abholen, du Sohn. Aber die Polizei sagte, ich soll ihm nicht mehr schreiben. Ich hatte in diesem Fall noch Glück im Unglück, da er blöd genug war, mir das Geld zu überweisen. Aber ich habe trotzdem was daraus gelernt. Ich werde nie wieder Tickets online über Drittverkäufer kaufen. Und ich hoffe, ihr konntet aus meiner Geschichte jetzt auch was lernen. Habt ihr vielleicht schon mal ähnliche Sachen erlebt, indem ihr auf eBay betrogen wurdet? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten. Aber mal ganz ehrlich, mit solchen Tricks den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Wie können diese Leute eigentlich noch nachts schlafen? Für euch gibt es einen ganz besonderen Platz in der Hölle dafür.
In meiner Geschichte von eben hatte ich halt noch Glück im Unglück. Im schlimmsten Fall hätte ich an der Stelle halt einfach 120 Euro verloren. Aber eBay ist voller krimineller Betrüger. Und einer der heftigsten und wie ich auch finde beeindruckendsten Geschichten ist im Jahr 2007 passiert. Dort plante nämlich eine Computerfirma eine Abzocke, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckte. Sie verkaufte Computerteile, Games, Videospiele und alles im elektronischen Bereich für kleinen Preis, auf Vorauszahlung und hat die Artikel auch geliefert. Dadurch bauten sie sich ein eBay-Konto mit über 1500 positiven Bewertungen auf. Also ein sogenanntes vertrauliches Konto. Nicht sowas wie der Untermensch aus meiner Geschichte. Und plötzlich fing diese Firma an, über 600 Artikel pro Tag zu verkaufen. Die Kunden vertrauten auf die positiven Bewertungen und zahlten in Vorkasse. Haben die Artikel aber nie erhalten. Bis das eBay-Konto geschlossen wurde, waren die Verkäufer bereits mit einer Beute von 800.000 Euro auf der Flucht. Totale Sauerei, aber ich finde genial durchgeplant. Erinnert mich ein bisschen an Haus des Geldes. Nur, dass das in dem Fall hier Arschlöcher waren, weil sie Menschen beklauen. Mein Tipp, bei eBay-Käufen immer pessimistisch bleiben. Am besten, wenn es geht, auf Selbstabholer kaufen. Wie man Betrüger erkennt und sich weitestgehend davor schützt, dafür habe ich euch nochmal unten was in der Videobeschreibung verlinkt. Also meine erste Erfahrung mit eBay war, dass ich eine Couch verkaufen wollte und ich gefragt wurde, ob ich die Couch auch in einer anderen Farbe habe. Ja, ich habe das Gefühl, auf eBay kommen nur die Dümmsten der Dummen unter uns zusammen. Vor einem Jahr zum Beispiel wollte ich ein Laufband verkaufen, was ich immer noch im Keller habe. Es hat zwar seine Gebrauchsspuren, funktioniert aber noch wie neu. Neu hat es damals 200 Euro gekostet. Ich habe es jetzt für 30 auf eBay gestellt. Und das Ganze natürlich nur auf Selbstabholer, weil ich kriege das Ding halt eben nicht in den Brief rein. Ich habe im Titel der Anzeige geschrieben, dass es kein elektronisches Laufband ist. Und trotzdem haben mich über 30 Leute angeschrieben und gefragt, ob es ein elektronisches Laufband ist. Und keiner dieser Leute hat diese Frage geschrieben, ohne einen Rechtschreibfehler einzubauen. Und einer wollte mich sogar noch runterhandeln. Er hätte das Laufband gerne für 15 Euro gehabt, weil er ja noch eine weite Strecke vor sich hat, um es abzuholen. Und was habe ich jetzt mit deiner Strecke zu tun? Laufband für 15 Euro? Ne, sorry, da lasse ich es lieber noch im Keller stehen. Habt ihr vielleicht auch schon mal solche verblödeten Anfragen auf eure Produkte bekommen? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Das waren natürlich nur meine Beispiele, aber im Internet gibt es dazu Geschichten, die sind einfach zum Schießen. Wie wär's zum Beispiel mit folgenden Produkten? Zum Beispiel Hauskacker für Katzen, ein Haarfahrboard, den Nintendo Switch Sonderidioten. Hallo, ich verkaufe meine Nintendo Switch Sonderidioten. Ach ja, den Nagel auf den Kopf getroffen. Oder ein Glastisch, der kaum gebraucht wurde, für nur 50 Euro. Wie wäre es denn mit diesem Kühlschrank? Er funktioniert. Aber er kühlt nicht mehr. Wieso hat er denn nicht so ein Bild dazugelegt und gesagt, ja, kalt ist er noch? Oder wie wäre es denn mit einem geilen Nuttendampfer? Oder mein persönlicher Favorit. Huhu, biete hier einen Rasthof zum Abreagieren an. Wer will, der kann vorbeikommen und die Bude kaputt schlagen. Geil, ey. Aber nicht nur die angebotenen Produkte sind der Hammer. Was die Leute da teilweise in den Chats schreiben, das ist noch viel besser. Hier zum Beispiel. Ich bin ein Patient mit besonderen Bedürfnissen. Ich möchte dieses Geschenkauto möglich. Telefon 000000. Wie bitte? Denn ich habe kein Geld. Willst du mir als Geschenk geben? Hallo, haben Sie die Hose auch in Größe 48? Liebe Grüße. Guten Abend, tut mir leid. Nein, ich verkaufe hier nur diese eine Hose. Ich verstehe. Arschloch. Vor allem dieses Arschloch kam 2 Minuten später. Der muss ja echt da sitzen und sich geärgert haben. Auto-Endstufe ist nicht ganz meins, da ich einen Neuwagen fahre mit Bose-System. Einfach mal Fotos machen von den Kameras. Und vielleicht noch eine Alternative oder so. Haben Sie WhatsApp? Was hab ich? Ja, ich hab WhatsApp. Was soll es kosten? Machen Sie mir ein Angebot. Keine Ahnung. Also, morgen um 15.30 Uhr am Busbahnhof in Rees. Passt das? Sorry, ich habe kein Geld mehr, meine Freundin braucht es. Guten Morgen, ich würde den sehr gerne nehmen. Was möchten Sie dafür? Liebe Grüße. Nichts ist zu verschenken. Habe ich gesagt, ich will den geschenkt? Was bist du denn für ein Vollhorst? Räudiger Vogel, du. Danke, ist PayPal-Zahlung möglich? Ja, auch möglich, aber bitte als Freunde senden, damit keine Gebühren entstehen. Hallo, besteht noch Interesse oder darf ich es weiterverkaufen? Grüße. Wir sind keine Freunde. Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für die Wohnung. Ich bitte um Nachsicht vor einer Besichtigung. Mit freundlichen Grüßen. Hallo, passt Ihnen Samstag um 12.30 Uhr? Mit freundlichen Grüßen. Okay, danke schön, aber ich bin jetzt arbeitslos. Guten Tag, ich interessiere mich für den Beamer. Wie darf funktionsweise vorstellen? Kann er wirklich beamen? Liebe Grüße. Hi, ich verstehe die Frage nicht. Was soll er denn sonst machen? Ist das dann wie Kino? Und läuft er wirklich nur 181 Stunden? Was passiert danach? Du kannst einen Laptop oder PC anschließen und dann wird das gezeigt, was eben darauf läuft. Funktioniert wie ein Monitor.
181 Stunden ist die bisherige Laufleistung. Welche Filme sind schon drauf? Ja, aber scheiß drauf, kauf woanders. Das hier ist eBay und nicht Mediamarkt. Ich brauche keinen Kaufbeleg. Du nervst mich, warum hast du denn eBay? Weiß doch jeder Hans und Franz, dass nicht jeder bei eBay einen Kaufbeleg hat. Kaufbeleg, Kaufbeleg, Kaufbeleg. Dann kauf dir deinen scheiß Kaufbeleg. Brauchst du für den Kaufbeleg auch noch einen Kaufbeleg? Alter, mein Roller ist nicht geklaut. Vielen Dank für deine freundliche und ausführliche Antwort. Sie haben mich überzeugt, ich kaufe den Roller. Da gibt es so unendlich viele lustige Gespräche. Wollt ihr vielleicht ein extra Video dazu? Dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ach ja, zu lustig. Nur traurigerweise steckt hinter jedem dieser lustigen Bilder und Texte ein Mensch, der das Ganze vollkommen ernst meint. Und das ist traurig. Ich finde eBay und eBay Kleinanzeigen halt echt praktisch. Man muss halt nur aufpassen, sich nicht übers Ohr hauen zu lassen. Schreibt mir mal eure eBay-Geschichten unten in die Kommentare und auch gerne, was ihr bei Buchstaben F sehen wollt. Haut raus, bis zum nächsten Mal.